Also das Thema für den heutigen Workshop ist dann dieses hier, was hier steht, wie man ein gutes Protokoll schreibt. Habe ich mal ja, aus Eigenbedarf sozusagen entwickelt. Ja, ich habe auch früher mal Laborpraktika betreut und musste mir ziemlich viele, vielleicht nicht ganz so tolle Protokolle anschauen oder zumindest Protokolle, die so einen gewissen Optimierungsbedarf hatten und habe mir dann mal überlegt, okay, was könnte man jetzt so konstruktiv als Tipps geben, um diese Protokolle ein bisschen besser zu machen. So, und bevor wir anfangen, habe ich eine kleine Umfrage vorbereitet. Also wenn ihr jetzt schon irgendwie einen Computer mit Browser offen habt, könnt ihr einfach auf diese Internetseite gehen, participy.esalsa.de, und dann muss man da irgendwo dieses Nummerchen eintippen. Und die einfachere Variante ist vermutlich, den QR-Code zu scannen, und er sollte einen direkt auf eine Seite bringen, die irgendwie so aussieht, müsste so einen Q&A-Button geben oder sowas. Da kann man auch Fragen stellen, wenn man möchte. Ihr könnt natürlich die ganze Zeit auch zwischendurch so Fragen stellen. Ja, muss die da nicht, das ist jetzt vielleicht eher so für die Online-Zuschauenden, wobei das im Moment nur eine Person hier ist. Aber hallo auch an die, schreibt mal was Nettes in den Chat. Lass mich wissen, ob das technisch funktioniert und ob man alles sieht und hört. Aber sollte eigentlich so ganz gut funktionieren. So, und die Frage ist eben, wie viele Laborprotokolle hast du bisher schon geschrieben? Und da mich keine QR-Codes mehr angucken, gehe ich jetzt mal auf diese Internetseite. Und das sollte hier irgendwo so sein. Und da sind 6 Leute. Und dann habe ich hier unten auch die Fragenserie. Ja, und die möchte ich freigeben. Ja. So, seht ihr diese Frage? Taucht die irgendwie bei euch auf? Ja. So, okay. Aber es steht noch 0 Antworten. Das verwundert mich jetzt. Ah ja, jetzt steht 2 Antworten. Das gefällt mir besser. So, also wir sind, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, 6 Leute im Raum. Bei allen funktioniert es technisch nie, aber wenn man vielleicht 4 oder 5, würde ich jetzt mal noch so abwarten. So, geht das? Geht nicht? Ja, aber zählen dazu auch jetzt Protokolle Ja, ich würde mal sagen, ja. Ja. Also aus dem schulischen Kontext jetzt, Protokolle, ja. Warum nicht? Sind ja auch Protokolle. Würde ich jetzt nicht kategorisch ausschließen, dass das nur rein Uniprotokolle sein müssen. So, also wenn ich mich jetzt hier einsortieren müsste, dann würde ich natürlich bei der Antwortmöglichkeit mehr sein. Ja. Okay, also die Mitte fehlt uns so ein bisschen, ansonsten ist es sehr breit verteilt, da ja, ist irgendwie alles dabei. Also interessanterweise eine Person, die sagt, okay, mehr als 10, dazu zählen dann wahrscheinlich die aus dem schulischen Kontext Protokolle. Ungefähr 10. Ungefähr, okay. Na gut, da muss es ja noch jemanden gegeben haben, der sagt, okay, mehr als 10. Okay, alles klar. Fantastisch. Na gut. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, seid ihr die perfekte Zielgruppe dann dafür. So, dann habe ich versucht, das so ein bisschen zu gliedern. Also am Anfang, klar, eine kleine Motivation, warum schreibt man Protokolle, was soll das Ganze? Dann würde ich ein bisschen erklären, tatsächlich, wie man aus meiner Sicht ein gutes Protokoll schreibt, und habe diesen Punkt versucht zu unterteilen in Inhalt und Form. Ja, so, dann kommt aus meiner Sicht der schönste, spannendste, beste, interessanteste Teil. Wir gucken uns ein paar gute und nicht so gute Beispiele an, ja, unter dem Motto The Good, the Bad and the Ugly, und überlegen dann immer gemeinsam, na, was ist denn jetzt vielleicht an diesem und jedem Beispiel nicht ganz so gut und wie könnte man das eventuell ein bisschen besser machen. So, und dann werde ich zwischendurch immer mal wieder raushängen lassen, dass eine der vielen Lösungen für die Probleme, die da so auftreten, aus meiner Sicht ist, dass man das besser machen kann oder gut machen kann, wenn man das in LaTeX macht. Und will noch ein paar Tipps für LaTeX geben. Und das sind die Sachen, die ihr nachher auch nochmal selber ausprobieren könnt. Nämlich, wie kann man Diagramme mit LaTeX bauen, mit einem Paket, das nennt sich PGFplots, und wie kann man Schaltpläne in der Elektrotechnik zeichnen mit einem Paket, was sich da CircuitTIX nennt. Und ja, also ich bin mir sozusagen auch bewusst, dass der LaTeX-Einführungsworkshop erst in 3 Wochen ist. Ja, aber eigentlich sind die Beispiele so gestrickt, dass man die meines Erachtens jetzt auch ohne super große LaTeX-Vorkenntnisse irgendwie so ein bisschen hinbekommen sollte. Und am Ende gibt es natürlich eine kleine Zusammenfassung. Und wie gesagt, wenn es
Fragen, Anmerkungen, Ideen, Kommentare zwischendurch gibt, dann gern her damit. So, als Motivation, naja, wenn man studiert, hat man Laborpraktika zu absolvieren, dafür muss man Protokolle schreiben. Das fand ich in meiner Zeit als Student auch tatsächlich relativ nervig und super zeitraubend und super anstrengend. Das Gute ist, wenn man das schon im Studium relativ frühzeitig verstanden hat und sich zum Beispiel vielleicht auch in sowas wie LaTeX eingearbeitet hat, fällt einem das später viel, viel, viel einfacher, eine Abschlussarbeit zu schreiben, eine Bachelorarbeit zu schreiben, damals eine Diplomarbeit zu schreiben, eine Masterarbeit zu schreiben, weil man ja irgendwie schon verstanden hat, wie das geht. Ne? Weil im Prinzip, wenn man so ehrlich ist, ein Bericht zu irgendeinem Forschungsprojekt oder eine Abschlussarbeit ist eigentlich auch nur ein etwas längeres Praktikum oder ein etwas längeres Protokoll, wo man eben aufschreibt, was hat man gemacht, was ist dabei rausgekommen, wie kann man diese Ergebnisse diskutieren. So, und später wird man, wenn man vielleicht als Entwicklungsingenieur oder Ingenieurin in irgendeinem Unternehmen tätig ist, auch mal Messungen machen müssen. Wenn man so wie wir uns am Lehrstuhl mit elektromagnetischer Verträglichkeit beschäftigt, macht man auch Messungen in verschiedensten Laboren und Messumgebungen und schreibt auch Protokolle und Messprotokolle für sozusagen Messungen. Ja, wir haben Störemissionen, Störfestigkeit von einem Gerät getestet. So, und tja, die Idee, das Ziel von so einem Protokoll ist immer, dass irgendjemand, der nicht dabei war, ja, dass der trotzdem versteht und nachvollziehen kann, was da passiert ist und im Prinzip das nachmachen könnte. Ja, das ist so die Idee. Und deshalb muss da drin stehen, also wie war der Versuch, wie wurde der durchgeführt, was hat man dabei beobachtet und wie kann man diese Ergebnisse eben sich erklären oder auswerten, diskutieren. Das ist so das Hauptziel von einem Protokoll, würde ich immer sagen. Ja, irgendjemand, also ihr habt das jetzt gemacht, ihr habt das gemessen und keine Ahnung, in einer Woche, in einem Monat, im Jahr soll irgendjemand nachvollziehen können, was ihr damals gemessen habt und das eventuell nachmachen können. Und die Information muss in einem Protokoll auftauchen. So die Idee. So, dann hallo an die drei Leute mittlerweile. Schreibt was Nettes in den Chat. Guckt, ob das geht. So, kommen wir zum Punkt, wie macht man das jetzt? Ne? Wie schreibt man jetzt ein gutes Protokoll? Und wie gesagt, wir gucken erstmal auf Inhalt und dann auf Form. Und jedes Protokoll hat so eine klassische Struktur. Es gibt ein Deckblatt, es gibt ein paar theoretische Grundlagen. Ja, also was muss man an Formeln irgendwie ganz unbedingt wissen, damit man später eine vernünftige Auswertung machen kann. Dann gibt es an der Uni vielleicht manchmal ein paar Vorbereitungsleistungen, Sachen, die man vorher machen sollte. Achso, und dann war noch eine Frage, die schon im Vorfeld kam. Kann man im Nachgang diese Folien haben? Ja, kann man sehr gern. Also wenn man, ich aktualisiere die hier und da immer mal ein bisschen, aber wenn man schon jetzt in diesem Internet sucht nach Matthias Magdowski, wie schreibt man ein gutes Protokoll, sollte man irgendwo eine PDF-Datei oder Foliensatz oder sowas finden. Aber ich teile ihn nachher nochmal sehr gern. So, dann ist so der Hauptteil natürlich, wie hat man den Versuch durchgeführt, was waren da für Schaltungen, was sind da für Ergebnisse dabei rausgekommen. So, dann wird man insbesondere bei diesen theoretischen Grundlagen, ja, sich auch auf Formeln beziehen, die man jetzt nicht gerade selber erfunden hat und selber hergeleitet hat, sondern die man aus irgendwelchen Büchern übernommen hat. Also gibt es ein Literaturverzeichnis oder ein Quellenverzeichnis. Da hat man vielleicht noch eine Eigenständigkeitserklärung, dass man das wirklich selber gemacht hat und selber geschrieben hat. Und eventuell gibt es noch einen Anhang, ich weiß nicht, ist das noch üblich, dass man so Zettel von, oder hattet ihr jetzt schon Laborversuche an der Uni? Nee, wahrscheinlich nicht. Und also manchmal ist das so, dass man dann an dem Tag die Ergebnisse auf irgendein Blatt schreibt und das muss man, sage ich mal, mit einscannen und abgeben, ja, um zu zeigen, das waren, und das hat der Betreuer vielleicht auch mal unterschrieben, ja, oder die Betreuerin, sodass danach klar ist, hier die Ergebnisse, die das waren so tatsächlich die von dem Versuchstag und die habe ich mir nicht im Nachgang ausgedacht. Ja. Kommt leider immer mal wieder vor. Ich meine, die Fachschaft ist ja auch nicht nur ganz gut da drin, Social Events und Feiern zu organisieren, sondern zum Beispiel auch Altprotokolle zu sammeln. Und naja, es kommt immer mal wieder vor, dass zum Beispiel Studierende ein Protokoll abgeben, in dem Messergebnisse für einen Versuchsteil auftauchen, der seit 3 Jahren nicht mehr angeboten wird, weil das entsprechende Messgerät gar nicht mehr existiert. Ne? Also was dann eben, naja, ziemlich klar aus einem Altprotokoll mit übernommen wurde, ohne jetzt über diesen Teil weiter drüber nachzudenken. Das ist natürlich ein gewisses No-Go, würde ich jetzt mal so sagen. Okay, so und jetzt gucken wir einfach auf diese Sachen da so ein bisschen drauf. Also Deckblatt hat meistens eine klare Vorlage, gibt es irgendwo eine Versuchsanleitung, da steht das drin, an
an die hat man sich einfach zu halten. Ja, da stehen so ein paar grundlegende Sachen drauf. Was ist das hier für eine Uni? Was war das für ein Versuch? Wer hat den gemacht? Und wann muss das meinetwegen abgegeben werden? Ja, und einfach an die Vorlage halten, vollständig ausfüllen. Damit vermeidet man unnötige Rückfragen. Alles super. Kann man eigentlich nicht viel bei verkehrt machen. So, dann gibt es so diesen theoretischen Grundlagenteil. Und den gibt es ja in Abschlussarbeiten meistens auch. Ja, so eine Einleitung, State of the Art, Grundlagen. Und da muss im Endeffekt alles das rein, was, naja, so über das normale Grundlagen-Lehrbuchwissen hinausgeht, was man eigentlich von jedem Elektroingenieur, Ingenieurin erwarten kann. Ja, und was eben notwendig ist jetzt für den speziellen Versuch oder für die spezielle Arbeit. Also ich sag mal sowas wie das Ohmsche Gesetz, ja, das kann man einfach mal bei allen als Gott gegeben hinnehmen, das braucht man jetzt nicht unbedingt in den Grundlagenteil reinschreiben, aber wenn es jetzt, ich weiß nicht, um die Bandbreite, Resonanzfrequenz, Verstimmung, Güte, was auch immer von einem Resonanzkreis geht mit einer speziellen Struktur, dann kann man das eben nicht annehmen, dass das alle wissen, dann ist das ganz gut, wenn man das jetzt in den Grundlagenteil eben reinschreibt. So, man wird sich da auf irgendwelche Quellen berufen, die sollte man angeben und naja, sowas wie ein Umfang von so ein paar Seiten ist meistens nicht verkehrt. Ja, weder zu wenig noch zu viel. So. Und schlecht ist einfach, wenn man das zu breit macht, zu allgemein. Man muss Formeln auch nicht super ausführlich herleiten und es ist auch nicht notwendig, aus der Praktikumsanleitung zu kopieren. Ja, also das, was da schon mal hergeleitet wurde, das muss man ja nicht selber nochmal in sein Protokoll reinschreiben. Das wäre irgendwie Quatsch. So, und bei den Quellen ist eben auch ein bisschen so eine Sache, naja, wenn man jetzt gerade mal ein Buch zur Hand hat, wo genau diese Formel drin steht, was hält einen ab, das Buch irgendwie zu zitieren? Ja, wenn es jetzt eben wieder sowas sehr Allgemeines, Grundlegendes ist wie das Ohmsche Gesetz, selbst wenn ich jetzt in der Arbeit irgendwie das Ohmsche Gesetz benutze, würde ja niemand die Originalarbeit von Georg Simon Ohm von, weiß nicht, 1816 oder so zitieren. Ja, das ist einfach mittlerweile tradiertes Wissen. Das braucht man dann auch nicht mehr, das braucht man an der Stelle auch nicht mehr zitieren. So, dann gibt es so Vorbereitungsleistungen. Easier said than done. Man soll es einfach rechtzeitig machen und dabei nicht übermäßig kreativ werden. Also meistens ist genau das zu tun, was da steht. Und wenn das, also auch ein bisschen so wie in LaTeX, ja, wenn es ganz, ganz, ganz arg kompliziert wird, macht man meistens irgendwas falsch. Also meistens geht es bei so Versuchsvorbereitung darum, ja, mal zu gucken, hallo im Lehrbuch, im Skript, was brauchen wir denn jetzt für Formeln, um dieses und jene Problem da zu lösen und herzuleiten. Also wenn man im Skript, in die Übungsmitschriften schaut, funktioniert es meistens schon ganz gut. So, dann kommt so der Hauptteil, ja, das können wir uns bei den Beispielen anschauen. Da muss man jetzt nicht super viel Prosa schreiben, aber man kann schon mal so einen Einleitungssatz schreiben und vielleicht so einen Satz schreiben, der in den nächsten Abschnitt überleitet. Einheiten, Formeln, Abbildungen nummerieren, korrekt angeben, das gucken wir uns alles gleich noch an. Und man sollte auf jeden Fall exakt bleiben. Und nicht, also es sollte nicht zu umgangssprachlich werden, auch nicht zu pseudowissenschaftlich und man sollte schon versuchen, sozusagen die elektrotechnische Fachsprache irgendwo da zu verwenden. Ja, und also dazu zählen zum Beispiel so grundlegende Sachen, wie wir zum Beispiel, was ich am Dienstag diskutiert haben, ne? Also der Strom fließt durch ein Element, die Spannung fällt über einem Element ab. Widerstand schreibt man mit I und nicht mit IE. Ja? Und wenn die Spannung sinkt, dann schreibt man das sinkt mit K und nicht mit G. So, weil sonst welches Lied singt sie denn, die Spannung, ne, wenn sie singt? Naja, also solche Sachen. Und dann ist es natürlich immer interessant, wenn, also man hat einen Versuch geplant und der hat exakt so funktioniert, wie er geplant war, okay. Ne, aber manchmal hat man ja, irgendwas funktioniert nicht. Irgendwie, man hat doppelt so viel rausbekommen, wie man eigentlich erwartet hätte. Und dann ist es eben gerade spannend, Fehlerquellen zu diskutieren, Ungenauigkeiten zu diskutieren, sich zu überlegen, wie könnte man jetzt diesen Versuch besser und genauer machen. All solche Sachen. Ja? Und jetzt in Elektrotechnik, Grundpraktikum und wahrscheinlich auch in Versuchen, die man im Elektromobilitätsstudiengang macht, da werden die Betreuenden jetzt nicht wahnsinnig viel Wert darauf legen, dass man eine ganz ausführliche Fehlerrechnung und Fehlerbetrachtung macht. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Physikpraktikum macht, ist das ganz anders. Also das eigentlich Physikpraktikum
ja, wir haben hier so was ganz Kleines oder wir haben hier irgendwie was gemessen. Und das jetzt auszuwerten, ist sozusagen ein, zwei Formeln und der Rest ist Fehlerbetrachtung. Ja, das ist dann eigentlich der größere und aufwendige Teil, sich zu überlegen, welche Größe trägt denn wie zum Messfehler in meinem Ergebnis bei. So, fürs Literaturverzeichnis habe ich mal hier so ein paar Beispiele angegeben. Also jede Quelle sollte immer irgendwie einen Autor, eine Autorin haben. Manchmal kann das aber auch eine Institution sein. Also wenn ich eine Norm zitiere, ist das eben sowas wie das Deutsche Institut für Normung. Wenn ich einen Wikipedia-Artikel zitiere, werde ich nicht alle im Zweifel 100 oder 1000 AutorInnen eines Wikipedia-Artikels zitieren, sondern dann ist der Autor eben irgendwie die Wikipedia. Ja? Jetzt können wir uns gleich an der Stelle darüber unterhalten, ist Wikipedia sowas wie eine gute Quelle für ein Laborprotokoll, für eine Abschlussarbeit? Die einen sagen so, die anderen sagen so, da gibt es eine Wortmeldung. Ja, wahrscheinlich dann eher die Quellen, auf die Wikipedia verweist. Ja, also kommt immer so drauf an, wenn man jetzt ein sehr grundlegendes Mathe-, ingenieurwissenschaftliches Physik-Thema hat, ist die Wikipedia an sich meistens erstmal schon mal eine ganz gute Quelle. So. Jetzt sagen wir Leute, ja, aber da kann ja jeder irgendeinen Quatsch reinschreiben. Ja, prinzipiell schon, aber die grundlegenden Grundlagenartikel sind erstmal an sich so gesperrt, dass da nicht jeder irgendeinen Quatsch reinschreiben kann und die werden auch ziemlich hart moderiert. Und also wenn da in dem Artikel auf eine gute Quelle verwiesen wird, ist es meistens besser, auf diese Originalquelle zu verweisen. Da gebe ich sozusagen recht. Ansonsten ist die Wikipedia aus meiner Sicht eine ziemlich gute und verlässliche Quelle. Wenn es vielleicht jetzt nicht für Politikthemen, ne, aber für ingenieurwissenschaftlich, physikalisch, naturwissenschaftlich, mathematische Themen ja. Und der Vorteil an der Wikipedia ist eben, naja, wenn da Fehler drinstehen und da stehen, also Menschen machen nun mal Fehler, ja, Menschen schreiben Bücher und Quellen, Menschen machen Fehler, in jedem Buch stehen Fehler drin. Ich habe auch schon ein Buch geschrieben, da stehen auch Fehler drin, das weiß ich auch ganz genau. Da finde ich auch immer wieder nach Jahren noch welche, wo ich mir denke, warum hat die vorher niemand gesehen, warum habe ich die nicht gesehen. Ja? Aber in der Wikipedia ist eben der Vorteil, da können die Fehler korrigiert werden. Ja? Und in einem gedruckten Buch eben nicht. Also klar, für Grundlagenbücher gibt es auch manchmal so ein Erratum oder so ein Korrigendum, wo man dann, ja, auf der Seite übrigens in der Formel muss das dritte Plus ein Minus sein oder sowas. Ja. Aber tja, also Bücher enthalten auch Fehler und Bücher korrigiert eben keiner. Wikipedia wird wenigstens korrigiert. Von daher halte ich Wikipedia persönlich für eine relativ gute und verlässliche, plausible Quelle. So, und eine Quelle sollte ein Autor haben. Oder eine Autorin oder ein Autorenkollektiv, eine Institution. Quelle sollte einen Titel haben. Dann sollte eine Quelle irgendwie einen Weg haben, wie ich auf diese Quelle zugreifen kann. Bei Büchern ist das meistens ein Verlag. Bei Internetquellen ist das natürlich irgendeine URL oder eine DOI, ein Digital Object Identifier, Unified Resource Locator, was da alles so gibt. Und irgendwie eine Jahreszahl oder auch eine Zeitangabe, sodass man so ein bisschen abschätzen kann, naja, ist das jetzt eine ganz aktuelle Quelle oder ist die schon irgendwie tradiert? So, und die Quellen, die ich hier mal hingeschrieben habe, sind auch an sich ganz gute Bücher, in die man nochmal reingucken kann. Von Herrn Lanze, das Buch Das Technische Manuskript, sieht man schon ein bisschen älter. Und dann von denen, also da wird man jetzt nicht allzu viel drin finden zu, wie mache ich das schlau mit einem Computer, aber an sich, wie baue ich gut so ein Dokument inhaltlich auf, ja. Und von dem Ehepaar Lutz und Heike Hering gibt es ein schönes Buch, Technische Berichte verständlich gliedern, gut gestalten, überzeugend vortragen. Das könnte es vielleicht mittlerweile auch schon in einer noch neueren Auflage geben, aktualisiert. Und zum Beispiel dieses gibt es auch auf Englisch. Also sie haben das irgendwann mal auf Englisch übersetzt, ja, was ja meistens auch kein so ein schlechtes Zeichen ist, dass das Buch eigentlich ganz gut ist. So, und wie man jetzt genau diese Sachen hier formatiert, dafür gibt es eine wunderschöne DIN, diese hier. Und ich würde auch, und dann ist die Sache, und wenn man das in LaTeX macht, dann kann man einfach sagen, hey LaTeX, mach mir mal dieses Literaturverzeichnis genau nach dieser DIN und dann ist das eben schick. Ja, so. Und dann haben ja manchmal, haben ja manchmal so ProfessorInnen und irgendwelche Laborbetreuer
Autorinnen und sowas die Anwandlung, dass sie sagen, ja, mal mein Literaturverzeichnis möchte bitte so formatiert sein, dass also da muss ein Komma stehen und da muss ein Punkt und da möchte ich bitte Anführungszeichen und das muss kursiv und das muss fett und sowas und dann ist man sozusagen eine Stunde beschäftigt, das so zu formatieren, eigentlich für nichts. So, und dann kann man diesen Personen immer ein freudiges Fuck you ins Gesicht rufen und sagen, ich gestalte mein Literaturverzeichnis nach DIN, ja, und ich verstehe überhaupt gar nicht, warum es jetzt hier in diesem Versuch irgendwie andere Formatierungsregeln geben soll, als die, die in der DIN drinstehen. Von daher, wenn man das nach der DIN macht, kann das meistens nicht so falsch sein. Ne? Macht man sich zumindest erstmal nicht so sehr angreifbar. So, und dann haben wir noch auf unserer EMV-Lehrstuhl-Webseite, vielleicht kann ich da nochmal ganz kurz draufklicken, da gibt es einen Punkt Lehre und da findet man LaTeX-Vorlagen und in diesen LaTeX-Vorlagen, die gibt es auch auf Deutsch und auf Englisch und da steht auch so ein bisschen was dazu drin. Jetzt habe ich hier schon irgendwo draufgelegt, das war die Präsentationsvorlage, die wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Aber also findet man auf jeden Fall auf unserer emv.ofgo.de Internetseite unter Lehre. So, wunderschön. Und in diesem Anhang schon besprochen, ja, falls das so sein sollte, eingescannte Originalmesswerte, eventuelle andere handschriftliche Aufzeichnungen, dabei darauf achten, dass das eine ansprechende Bildqualität hat, ausreichend Kontrast und so weiter. Und wenn da die Unterschrift des Betreuers oder der Betreuerin drauf sein sollte, dann sollte die natürlich auch erkennbar sein. Okay. So, dann können wir diesen Punkt Inhalt abschließen und können ein bisschen auf die Form schauen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ein Laborprotokoll ist sowas wie eine kleine Abschlussarbeit oder eine Bachelorarbeit, Masterarbeit ist einfach sowas wie ein längeres Laborprotokoll. Also kann die rein prinzipiell auch so aussehen. Ja? Und da könnte ich jetzt nochmal verweisen hier auf unsere Richtlinien. Das ist genau die Seite, wo ich jetzt auch schon mal da war jetzt. Bringt er mich auch genau auf die richtige PDF-Datei. Da sehe ich hier, das ist eine etwas ältere Version, die müsste mein Kollege mal wieder aktualisieren. Wenn man, also bei Overleaf zum Beispiel findet man die auch, kann ich ja vielleicht nochmal zeigen. Ja, und also das Dokument kann man sich mal selber in Ruhe durchlesen, da stehen ein Haufen Sachen drin. Und ist so perspektivisch. Man bereitet sich darauf vor, mal irgendwann ein Forschungsprojekt zu machen, eine Bachelorarbeit zu schreiben, eine Masterarbeit zu schreiben. Sehr, sehr gut. So, dann gucken wir uns jetzt so die einzelnen Sachen an. Also, wenn man ein Diagramm hat, dann möchte so ein Diagramm bitte eine vernünftige Achsenbeschriftung haben und eine Achsenbeschriftung auf der anderen Achse. Im Idealfall so, dass da irgendwie die Größe steht, was die für ein Formelzeichen hat und wenn die eine Einheit hat, auch mit der Einheit. Und wenn es mehrere Kurven gibt, dass es eine Legende gibt, die aussagekräftig ist, was steht da so drin. Ja? Eigentlich selbstverständlich, aber muss man hier und da nochmal wieder sagen. So, genau das gleiche für Tabellen. Wenn ich jetzt irgendwie so einen Aufladevorgang zum Beispiel gemessen habe zu verschiedenen Zeiten, verschiedene Spannungen. Was sind da für Größen drin? Was haben die für ein Formelzeichen? Was haben die für eine Einheit? So, dann ist irgendwie hier auf meinen Folien, eigentlich sollte hier drunter, sieht man, irgendwie noch eine Abbildungsbeschriftung sein. Ja, und hier die Tabelle hat auf jeden Fall eine Tabellenüberschrift. Im Normalfall haben Abbildungen eine Abbildungsunterschrift, die ist hier verloren gegangen irgendwie. So, und die sollten so sein, dass man eigentlich auch ohne den Text zu lesen verstehen kann, was da in der Abbildung drinsteht. Jemand eine Idee, warum das eine schlaue Idee ist, das so zu machen? Genau, ja. Also wenn jemand irgendwie euer Protokoll, euren Bericht, eure Arbeit liest und was macht ihr selber, wenn ihr irgendwas lest und wenig Zeit habt, ihr blättert so durch, guckt euch die Abbildung an und versucht aus den Abbildungen schlau zu werden. Und wenn dann unter der Abbildung nur drunter steht irgendwie grafische Darstellung der Messwerte, ja okay, das ist eine sehr generische, also das hätte man sich auch denken können, dass das eine grafische Darstellung der Messwerte ist. Ne? Also könnte schon ganz gern etwas spezifischer sein, sodass man, ich gucke mir das Diagramm an und ist die Abbildungsunterschrift darunter so ausführlich, so verständlich, dass man dann tatsächlich irgendwie daraus schon mehr oder weniger verstehen könnte, was da jetzt gemeint ist. So. Also deshalb lieber zu lang als zu kurz.
und eben eigenständig verständlich. So, und dann kommt noch so ein Punkt dazu, dass du eben, oh, und jetzt ist was im Chat passiert, hallo, toller Stream, danke, danke. Ich muss mir das hier dichter dran stellen, dass ich da mehr drauf gucken kann. So, dann kommt noch so ein Punkt, warum schreibt man im Text nicht irgendwie, siehe die folgende Tabelle oder siehe die vorherige Abbildung oder sowas, sondern warum gibt man den Kindern Nummern und verweist immer auf die Nummer? Genau, also bei LaTeX, also in Word kriegt man es auch irgendwie in Abbildungen zu nummerieren und Tabellen zu nummerieren und dann auf diese Nummer zu verweisen. In LaTeX geht es noch einfacher. Aber warum schreibt man eben trotzdem nicht? Also ich meine, ich könnte ja auch in LaTeX schreiben, siehe folgende Abbildung. Ja, es ist, ja, also es könnte im Zweifel nicht so eindeutig sein. So, und jetzt, also um das zu erklären, ich habe jetzt hier ein paar Seiten, wo einfach nur LaTeX draufsteht. Es geht jetzt nicht darum, was hier draufsteht, es geht einfach nur so um Seitenformat. Und zwar, also wenn ich so ein Dokument schreibe, ja, dann habe ich ja Text oder eine Überschrift, Text, nochmal vielleicht eine Überschrift. So, und jetzt würde LaTeX, also jetzt sage ich zum Beispiel, hier soll eine Abbildung hin. Ja, so, die Abbildung passt aber nicht mehr hier hin. So, was würde Word jetzt einfach machen? Word würde die Abbildung sozusagen auf die nächste Seite schieben und würde auf der Seite vor einfach weißen Freiraum lassen. So, das will man aber nicht, das verschwendet Platz, sieht hässlich aus. Also was macht ein gutes Layout-Programm, ein gutes Textsatzprogramm? Das nimmt sozusagen Text von der folgenden Seite und packt den Text von der folgenden Seite dahin, um diesen weißen Freiraum zu füllen. Und die Abbildung wandert eben auf die nächste Seite. Oder irgendwo anders hin, so ringsrum, wo sie eben gut passt. Ja? So, und also Abbildung und Tabellen sind Gleitobjekte, sagt man in Englisch, Floating Objects. So, also die können irgendwo hinfloaten, wo die besser hinpassen. Und dadurch müssen die nicht notwendigerweise auf den Satz folgen, indem ich auf diese Abbildung oder Tabelle verwiesen habe. Und deswegen ist es eben nicht so wahnsinnig schlau, zu schreiben die folgende Abbildung oder die folgende Tabelle, die vorherige Tabelle, sondern die zu nummerieren, auf diese Nummer zu verweisen. So, und was ganz schlecht ist bei Abbildungen, ist, wenn man Rastergrafiken für Diagramme verwendet und die auch noch JPEG komprimiert, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf hin. So, und dann eine Sache, die wir auch diskutieren können, warum haben, ja, hier, wie gesagt, hier ist es ja bei mir irgendwie so ein bisschen verrutscht und verschwunden, warum haben Abbildungen eine Abbildungsunterschrift und warum haben Tabellen eine Tabellenüberschrift? Genau, es geht um Über und Unter. Also wenn ich eine Abbildung habe, ist die Beschriftung da drunter. Wenn ich eine Tabelle habe, ist die Beschriftung da drüber. Hat einfach den Hintergrund, Tabellen können manchmal auch ein bisschen was länger sein und dann ist es eben ziemlich albern, wenn ich eine Tabelle habe, die über mehrere Seiten geht und erst darunter folgt dann die Beschriftung, was eigentlich die Tabelle meint oder was in der Tabelle dargestellt ist. Und deshalb ist so die Konvention, Tabellen kriegen Überschrift, andere Sachen kriegen eine Unterschrift. So, dann habe ich einfach mal hier so auf einer Folie random weitere Hinweise zusammengefasst. Also man Abkürzungen benutzt, die irgendwie unüblich sind. Wenn man Variablen benutzt, ist es nicht schlecht, die beim ersten Mal zu erklären. Was meine ich mit dieser Abkürzung? Was meine ich mit dieser Variable? Dann neigen wir, auch ich, ganz gerne mal dazu, immer so Anglizismen zu verwenden. Ja, das ist ein Plot, das macht Sinn. Lauter so Sachen. Ha, kann man machen, ist jetzt vielleicht in so einem Protokoll auch egal. Ich meine, in der Abschlussarbeit kann man mal gucken, dass man das. Vielleicht gibt es noch eine andere Art und Weise, das zu formulieren. Man muss das aber auch nicht übertreiben. Ja? Also ich kenne auch, es gibt eine schöne deutsche Konferenz, die eben vor Köln zu elektromagnetischer Verträglichkeit, und da durfte man eine ganze Weile lang nur deutschsprachige Beiträge einreichen. Und da gab es dann immer sozusagen den Zwang, alles zwanghaft auf Deutsch zu übersetzen, auch wenn es eigentlich einen viel besseren, und ja, also so wie das vielleicht auch in
im Französischen der Fall ist, dass man eben nicht sagt Computer, sondern Ordinateur. Und da war auch eine Computer, war ganz böse, da musste man mal Rechner sagen. Und es war auch keine Full-Wave-Simulation, sondern eine Vollwellensimulation. Es hätte nur noch gefehlt, dass man zu einem Continuous-Wave-Signal, dass man das sozusagen als Dauerwelle übersetzt. So, das wär witzig gewesen. Also ja, wie immer, die Wahrheit, die goldene Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. So, dann kann man ganz gern Querverweise einfügen. Ne? Also wie schon in dem vorigen Abschnitt 3 gezeigt oder diese Abbildung auf Seite 4, wenn die irgendwie ein paar Seiten zurückliegt. Das hilft auf jeden Fall dem Leser, der Leserin, das wiederzufinden. So, dann, das ist schon so highly sophisticated, wenn man jetzt sagt, Abbildung 1, Tabelle 2, Seite 3, Gleichung 4, was auch immer, ja, dann sieht es blöd aus, wenn Abbildung am Ende der Zeile steht und die Nummer 1 oder was auch immer auf die nächste Zeile rutscht. Und das kriegt man eben hin, indem man zwischen Abbildung und der darauffolgenden Zahl, es gibt geschützte Leerzeichen, es gibt Leerzeichen, die keinen Zeilenumbruch machen. Ja, und dann hängt eben Abbildung und die Zahl hängt immer zusammen. Und die Zahl rutscht nicht einzeln auf die nächste Zeile. Dann kann man ein bisschen darauf achten, wo setzt man einen Bindestrich, wo setzt man einen Gedankenstrich. Dann ist es in anderen Fachdisziplinen, insbesondere in Geisteswissenschaften, üblich, Quellen als Fußnoten zu setzen. Das ist im ingenieurwissenschaftlichen Bereich überhaupt nicht üblich. Ja, da packt man die am Ende in dieses Quellenverzeichnis, wie schon diskutiert. Und es gibt natürlich auch eine Norm und es gibt eine sehr schöne Wikipedia-Seite, kann ich ja mal draufklicken, zu Schaltzeichen. Wenn man Schaltbilder malt, gibt es für alles Mögliche ein Schaltzeichen und dann kann man sich natürlich auch an die vorgegebenen Schaltzeichen halten und muss sich nicht selber Schaltzeichen ausdenken. Ja, was? Ich spende schon jährlich 36 Euro. So. So, dann kommen wir zu einem aus meiner Sicht, ja, extrem wichtigen Punkt, möchte ich fast sagen. Wie schreibt man vernünftig Formeln und Einheiten? So, und dafür gibt es eine wunderschöne Broschüre des BIPM, das ist das Bureau International für Maß und Gewicht. Ich kann kein Französisch aussprechen, also die muss sowas wie Maß und Gewicht stehen. Und dieses SI ist das System International, das internationale Einheitensystem. So, und von denen gibt es eine Broschüre, kann man sich runterladen, habe ich auch verlinkt. Und also so die grundlegendsten Sachen sind, wenn ich Formelzeichen schreibe, wenn ich Variablen schreibe, sind die immer kursiv. Wenn ich Einheiten schreibe, sind die immer aufrecht. Ja, nur so kann man das kleine m für die Masse und das kleine m für das Meter unterscheiden. Die Masse ist kursiv, das Meter ist aufrecht. So, das ist sozusagen so die wichtigste Regel Nummer 1. Die zweitwichtigste Regel ist, zwischen Zahl und Einheit gehört ein Leerzeichen. Man kann auch ein schmales Leerzeichen nehmen, aber da gehört auf jeden Fall irgendwie eine Art von Leerzeichen dazwischen. Im Idealfall auch so ein geschütztes. Also nicht, dass die 1 am Ende der Zeile steht und das Volt auf der nächsten Zeile, das wäre irgendwie auch nicht so schön. So, also das sind, sagen wir mal, die zwei wichtigsten Regeln. Ja? Variablen kursiv, Einheiten aufrecht, zwischen Zahl und Einheiten Leerzeichen. So, und dann gibt es noch so ein paar sozusagen so nice-to-know, nice-to-have-Regeln. Also, wenn ich so einen Index habe und der Index ist eben keine Zählvariable, sondern ist sowas wie eine Abkürzung, wie Max, dann schreibe ich die auch aufrecht und nicht kursiv. Wenn ich eine Funktion habe, die eine feste Bedeutung hat, so wie die Sinusfunktion, das ist ja nicht irgendeine Funktion, das ist die Sinusfunktion, ja, dann schreibe ich die auch aufrecht. So, wenn ich eine Konstante habe, so wie die Eulersche Zahl, ist das ja keine Variable, ist nicht irgendein E, das ist das E, ja, 2,73 irgendwas, schreibe ich das aufrecht. So, wenn ich hier das df nach dx habe, ne, das f ist eine Funktion, irgendeine Funktion, das x ist die Variable, von der die Funktion abhängt, aber das d hier ist nicht irgendein d, das ist der Differentialoperator. Das ist der, der auf die Funktion wirkt und die ableitet. Ist nicht der Durchmesser oder irgendein anderes d, irgendeine Variable, die d heißt, sondern das ist ein Operator. Mathematisch was anderes schreibe ich aufrecht. So, dann kann man gucken, dass man im Dokument das einigermaßen einheitlich macht und es ist immer schlau, nicht nur, wenn man jetzt so mit MATLAB, Python, Octave, was auch immer rechnet, kommen da gerne mal so Zahlen in diesem Format raus, sieht nicht so nice aus, wie wenn man das so schreibt. Und natürlich gibt es LaTeX-Befehle, wo man das reinkippt und wo das automatisch bei rauskommt, ja, wo man das gar nicht von Hand formatieren muss. So, ja, und also warum ist das wichtig? Weil sonst, man schreibt irgendwo ein kleines M hin, weiß kein Mensch, ist das jetzt Masse oder Meter.
So, dann können wir mal eine zweite kleine Umfrage machen. Nämlich, welche Textverarbeitungssoftware, also sie sollte jetzt auf der gleichen Seite sein, einfach die zweite Umfrage. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere die auch schon ausgefüllt hat. Deswegen gucke ich da mal einfach hin und gucke mal, wie viele Antwortmöglichkeiten es da schon gibt, indem ich jetzt hier auf die nächste klicke und dann gibt es 3 Antworten. Na gut, dann warte ich mal noch, es sind gerade 4. Und ich zeige mal vielleicht für die Leute im Stream nochmal kurz den QR-Code. Ich kann von hier leider nichts in den Chat posten, aber wenn ihr auf participy.esalsa.de geht und diese nette Zahlenkombination da eintippt, dann könnt ihr auch an der Umfrage mitmachen oder schnell das Handy zücken, QR-Code scannen. Sollte funktionieren. So, und okay, wir haben eine Enthaltung, 4 Antworten. Und die meisten nutzen Microsoft Word und eine Person nutzt LaTeX. Okay. Sehr gut. Ja, also ich werde einen gewissen Teil der Zeit doch dafür verwenden, über Microsoft Word abzurenten und LaTeX zu praisen, aber das kriegt ihr schon noch mit. Ja? Es fängt gleich hier an, wenn der Architekt mit Microsoft Word gearbeitet hat, ja, Spaces statt Tabs, dann sieht das Haus auch mal ganz gern so aus. So, also wenn man jetzt so grob sich Software anschaut, die man benutzen kann, ne, dann gibt es eben Word oder LibreOffice, OpenOffice. Ich müsste das mal auf LibreOffice ändern, OpenOffice ist ja so ein bisschen tot. Und das sind alles so, wofür steht diese Abkürzung hier? What you see is what you get. Ja, also so wie man das da reinschreibt, so erscheint das auch. So, und dann gibt es eben LaTeX, gibt es für Windows eine Distribution, für Linux eine Distribution, die aber eigentlich auch unter Windows läuft. Und LaTeX ist eben so, ich schreibe im Prinzip Code, ja, und dann kompiliere ich den und dann kommt ein Dokument bei raus und ich schreibe eben Inhalt, die Form entsteht auf andere Art und Weise. So, und dann gibt es so Zwischendinger, what you see is what you mean, Bacomatech, Scientific Workplace, Lux, habe ich schon lange nicht mehr benutzt, keine Ahnung, ob die noch so gut sind. Also ich würde auch sagen, das ist eigentlich der einzig wahre gute Weg, technische Dokumente zu schreiben, weil man eben Inhalt und Form trennen kann, weil man eine ganze Menge Sachen machen kann. Ich kann vielleicht noch ein bisschen was erklären dazu. So, und hier ist noch ein wunderschöner XKCD-Comic zur Glaubwürdigkeit von Informationen in Abhängigkeit der Dateiendung. Und da sieht man GIF oder GIF, it's pronounced GIF, sagen ja einige, Franziska GIFi, ist ganz unten und Tech ist ganz oben, klar. So. Dann können wir uns ein bisschen Software angucken, mit dem man jetzt Abbildungen malen kann. Zum Beispiel dieses DIA ist ganz nett für so Vektorgrafiken. Es gibt noch ein Programm, das nennt sich IPE, da kann man auch so direkt LaTeX-Quelltext reinschreiben, um irgendwas zu beschriften. Das Standard-Vektor-Editierprogramm ist natürlich Inkscape. Und was ich für Fotos ganz gern verwende, um mal so Fotos zuzuschneiden, Helligkeit, Kontrast anzupassen, ist auch ein Programm, was man kostenfrei runterladen und verwenden kann. Das nennt sich XNView. Also die vorherigen sind, glaube ich, auch alle Open Source. Das hier ist nicht Open Source, aber kann man zumindest auch frei verwenden. Aber ja, gibt natürlich 1000 andere Programme, die man dafür verwenden kann. So. Und für LaTeX habe ich jetzt mal hier ein paar Pakete aufgelistet. Es wird ja dann, wie schon besprochen, in 3 Wochen noch einen Grundlagen-Einführungsworkshop geben zum Thema LaTeX. Und in LaTeX ist es so, ne? Also LaTeX an sich kann gar nicht so viel, ist ein ziemlich kleines Ding und dann gibt es für alles und nichts da drin ein Paket. Und eigentlich ist das Schwierigste immer zu wissen, welches Paket brauche ich für welchen Zweck. Und man kann sich sicher sein, dass für jeden Anwendungszweck dieser Welt irgendjemand schon mal irgendwann irgendein Paket geschrieben hat. Ja? So. HyperRef macht zum Beispiel Blinks, Verweise in Dokumenten. AMS ist die American Mathematical Society. Da kann man gut Formelsatz mitmachen. Ja, das, was ich gerade alles zu Einheiten erzählt habe, kann man mit diesem SI-Unit-X-Paket machen. So, PGF-Plot, CircuitX gucken wir uns noch an. TIX ist allgemein ein Zeichenprogramm, aber diese Abkürzung steht für TIX ist kein Zeichenprogramm, weil man natürlich nicht wirklich zeichnet, weil man auch so ein ganz bisschen programmieren muss, wie eine Abbildung aussieht. Und dann gibt es noch Pakete für Anführungszeichen, für bessere Zitate im Text, für alles Mögliche.
Aber sagen wir mal so, das sind vielleicht so für den Anfang die wichtigsten. Und es gibt ein paar ganz nette Editoren. Ich benutze Technik Center, auch andere Mütter haben schöne Töchter. Heutzutage würde ich sagen, wird man auch einfach viel mit Overleaf machen, weil man hat ständig nur Internet, man braucht nur einen Browser. Das ist jetzt das, wenn man das lokal auf seinem Rechner macht. So, und ja, noch ein bisschen Word-Bashing. Also eben, ja, solche Probleme hat man in LaTeX nicht. Man hat am Ende, würde ich sagen, wenn man da drin ein Dokument schreibt, man hat nicht mehr oder weniger Probleme als in Word, man hat einfach andere Probleme, ja, und es geht auch nicht, zumindest am Anfang nicht viel schneller, es dauert nicht viel langsamer, aber am Ende würde ich trotzdem behaupten, dass man immer ein deutlich besseres, ein qualitativ hochwertigeres Ergebnis bekommt. So, und jetzt werden natürlich, jetzt ist das Internet voll von Hatern, nee, nein, aber es wird viele Leute geben, die sagen, ja, aber in der Industrie, da wird ja Word benutzt und deswegen müssen alle an der Uni Word lernen und ganz unbedingt. Dann sage ich immer, naja, ja, aber wenn wir das weiterhin so machen, werden wir daran auch nichts ändern, ja. Und ich meine, Word braucht immer eine Lizenz und ist auch datenschutzrechtlich an der einen oder anderen Stelle einigermaßen bedenklich und naja, und ich meine, LaTeX ist eben quelloffen, du kannst es kostenlos benutzen. Warum ist das nicht in Firmen viel mehr verbreitet? Ja, und also kann man ja zumindest mal versuchen, ein bisschen was zu machen. So, dann kommen wir zu dem, aus meiner Sicht, am interessantesten und spannendsten Teil. Wir gucken uns gute und schlechte Beispiele an. An der Stelle vielen Dank an die vielen ehemaligen Studierenden, die viele gute und schlechte Beispiele geliefert haben, ohne dass das hier nicht möglich gewesen wäre. Ich habe sie natürlich nicht zitiert. So, aber wir gucken uns verschiedene Beispiele an. Also Beispiel Nummer 1, hier geht es auch eher, also in den ersten Beispielen geht es eher um Form und in den letzteren geht es eher um Inhalt. So, wir gucken uns das an. Sieht scheiße aus, genau. So, erster Kommentar, sieht scheiße aus. So, jetzt, also das ist die Kritik. Ja? So, jetzt können wir die Kritik etwas besser machen, wir können sie konstruktiver formulieren und können fragen, warum sieht es scheiße aus? Keine Absätze? Der Text erschlägt einen, wenn man drauf guckt. Und es ist einfach exakt die gleiche Schriftart für alles. Ja? Also von der obersten Überschrift bis zu irgendwelchen Unterüberschriften bis zum eigentlichen Text ist es einfach alles exakt die gleiche Schriftart. So. Und das heißt, wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen und einfach mal geschickt Schriftgröße, Schriftarten, Fettdruck und so nutzen, dann ist es exakt der gleiche Text, sieht aber gleich viel besser und viel übersichtlicher aus. So. Ja, und das ist einfach so was, naja, also ich glaube, das Problem, ist eben immer, dass Studis, wenn sie das erste Mal das schreiben, und ich meine, das geht mir an manchen Stellen eben auch genauso, ja, dass man sozusagen so einen Cognitive Overload hat mit allem, ja, man ist in so einem enormen Struggle, überhaupt jetzt hier irgendwie 5 zusammenhängende Sätze zusammenzubekommen, dass einem, und das vielleicht auch noch unter Zeitdruck, dass man überhaupt gar nicht in Ansätzen darüber nachdenkt, wie das jetzt an der Stelle aussieht. Ja. So, und ich meine, ja, ich weiß nicht, wo das jetzt hier Leute drin geschrieben haben, aber das war mit Sicherheit nicht LaTeX. Wenn ich das jetzt einfach irgendwie nehme, ein bisschen in eine geschickte LaTeX-Vorlage kippe, sieht das auf einmal gleich viel besser aus. So. Ja, weil LaTeX trennt Inhalt und Form. Ich muss mich nur um den Inhalt kümmern. Um die Form haben sich im Idealfall schon mal andere gekümmert, indem sie eben eine tolle Vorlage gemacht haben. Ja, und dann packe ich in die Vorlage einfach meinen Inhalt rein und dann sieht der Inhalt von sich aus schon mal ganz gut aus. So, das zweite Beispiel zeigt, dass man auch in LaTeX Scheiße machen kann, indem man einfach irgendwie Murks macht. So, was ist hier das Problem? Es ist nicht eingerückt im Sinne von, eigentlich sollte zum Beispiel vielleicht das hier ein bisschen nach rechts verschoben sein und zum Beispiel sollten die ganzen Seitenzahlen, auf die hier verwiesen wird, vielleicht alle so rechtsbündig am Ende stehen und so. Das sieht genau, da stehen auch noch Seiten mit dran und so. No, und dann ist natürlich, was ziemlich albern ist, ist zu sagen, also Abschnitt 3.1.1 ist Versuch 3.1.1. Das ist so Überschriften, die Welt nicht braucht. Ja. Naja, okay. Also auch so, und im Prinzip der nächste Punkt ist hier, und das ist so ein bisschen was, ja, naja, also jetzt wieder, wenn ich das in LaTeX vernünftig mache, dann sage ich LaTeX einfach, guck mal, das hier ist eine Überschrift.
das ist eine Unterüber oder das ist eine Abschnittsüberschrift, das ist eine Unterabschnittsüberschrift und so weiter. Und dann habe ich in LaTeX, und dann merkt er sich das alles und dann schreibe ich oben einmal hin, ey LaTeX, mach mir mal Table of Contents, mach mir mal ein Inhaltsverzeichnis. Ja? Und dann geht LaTeX durch das Dokument und sucht sich sozusagen alle Überschriften, alle Seitenverweise, alles raus und macht, indem ich einen Befehl hinschreibe, macht er mir ein 1A-Inhaltsverzeichnis. Und was hier Leute gemacht haben, weil sie LaTeX fundamental überhaupt gar nicht verstanden haben, ist, die haben einfach händisch ein Inhaltsverzeichnis geschrieben. So wie man das vielleicht ab und zu auch, also ich meine, Word kann natürlich auch automatisch Inhaltsverzeichnisse machen, wenn man das vernünftig bedient. Ja. Und das ist einfach großer Quatsch. Ja. So. Und wenn ich dann ein richtiges Inhaltsverzeichnis einfach automatisch erstellen lasse, also das ist einfach automatisch erstellt, ne? Da habe ich jetzt, wird mit einem Befehl erzeugt, dann sieht das halt viel schicker aus, weil es ist eingerückt, es hat so ein bisschen Fettdruck, die Seitenzahlen sind alle hinten, es sind so Punkte dazwischen. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ich habe aus Versuch 3.1.1, habe ich jetzt vielleicht noch versucht, was ist Wirkung verschiedener Bedienelemente, was ist die Messung des Cursors oder so, dahingeschrieben. Ja, weil das ist, sagen wir mal, formell falsch, das hier unten ist einfach inhaltlich morgs. Jetzt haben wir das Ganze formell korrigiert und hier unten noch ein bisschen inhaltlich korrigiert. So, kommen wir zum dritten Beispiel. Ich gucke in Leute, die einen kurzen Gesichtsausfall haben, die sich angeekelt, angewidert wegdrehen. Ja, also ich sage immer so, das ist diese Abbildung, dieses Schaltbild ist offensichtlich unter dem Motto entstanden, Paint ist dein Freund. Ja? Irgendwie einfach in Paint gezeichnet und dann ist natürlich so die Sache, wenn man das dann mal vergrößert und verkleinert und irgendwie später nochmal was, also dann wird das eben unscharf und wenn man später nochmal was hinzufügt, dann ist das wieder scharf. Das ist einfach alles ganz, ganz, ganz großer Quatsch. Aber gut, es wurde mal so in einem Laborprotokoll abgegeben. Ja, so, jetzt können wir die Kritik auch noch mal ein bisschen konstruktiver formulieren. So, also warum oder wie könnte man das jetzt vielleicht besser machen? Was ist technisch gesehen daran falsch? Genau, also das Problem ist hier, das ist einfach eine Rastergrafik. Ja, und eben Paint ist ein Rastergrafikprogramm, das kann man nicht wahnsinnig gut dafür verwenden, sollte man überhaupt nicht dafür verwenden, jetzt solche Schaltbilder zu erstellen. So, das Problem ist eben so ein bisschen wie üblich, ja, wie sagt man so schön, wie sagt das Sprichwort, wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles andere aus wie ein Nagel. Ja, wenn ich nur Paint als Zeichenprogramm kenne, werde ich eben versuchen, alle Sachen in Paint zu zeichnen, auch wenn das nicht so toll ist. So, also die Absurdität kann man sich eben anschauen, wenn man hier mal so ein bisschen reinzoomt. Ja, das ist wirklich nicht toll und der Projektor ist hier im Raum auch ganz gut. Im Stream sollte man das eigentlich auch sehen. Hier sind auch noch so JPEG-Kompressionsartefakte ringsrum. Ja? Also das ist eine Rastergrafik, was an sich schon mal falsch ist. So, und dann ist die auch noch in dem Format gespeichert, was eben nicht verlustfrei komprimiert, sondern verlustbehaftet komprimiert, JPEG. Und das macht eben an den scharfen Übergängen diese Artefakte. Also keine gute Idee, keine gute Sache, das zu machen. So, viel besser sieht das aus, wenn man das zum Beispiel so macht. Ja, das ist jetzt eine Vektorgrafik, da kann ich reinzoomen. Komische Sachen passieren. Warte, hier müssen wir wieder hin. So, da kann ich reinzoomen, vielleicht muss ich mit der Maus zoomen. Da kann ich reinzoomen, das sieht immer knackscharf aus, das sieht immer gut aus. Die Symbole sehen alle gleich aus, ne? Die Pfeile haben die gleiche Ausrichtung, die Formelzeicheneinheiten sehen gut aus. Das ist einfach um Welten besser als, das ist Tag und Nacht, was man hier sieht. Ja? Ja, es sind aber, ja, also ich habe jetzt hier die beiden einfach zu einem zusammengefasst. Ja, weil zwei Widerstände in Reihe sind ein Widerstand. Ich hätte jetzt. Okay, so, dann können wir uns die weiteren letzten drei Beispiele angucken. Wie gesagt, die sind jetzt eher ein bisschen inhaltlicher Natur. So, und jetzt muss man sich natürlich mal kurz diesen Text hier durchlesen, zumindest so in Ansätzen. Und dann könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet oder was man daran vielleicht inhaltlich verbessern könnte.
Also das, ja, das es sind genau, es sind zwei Sätze oder ist also es, nee, es sind mehr Sätze, aber der ganze erste Absatz ist irgendwie alles ein Satz, richtig? Ja, der erste Absatz ist alles ein Satz, der sehr lang ist, ja. So, und? Naja, da, ich bin jetzt kein Deutschlehrer und kein Germanist, da kann sein, dass da noch ein paar Kommas fehlen. Also, was ich jetzt, ja, sag mal noch irgendwie einen Kommentar. Also, ich, wenn ich euch jetzt angucke, seht ihr alle recht fragend aus. Ja, so, weil irgendwie, seid ehrlich, es wird nicht so richtig klar, worum es geht. Richtig? Ja, also, es fehlt mal so eine Einleitung. Was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Was wollen wir jetzt überhaupt machen? Ja, und dann können wir ja sagen, okay, ne, okay, das ist das Problem und jetzt zur grafischen Lösung und dann setzen wir an. So, und ich habe jetzt mal hier einfach in Kursiv eingefügt so einen einleitenden Satz. Ja, und der einleitende Satz sagt, im Versuch geht es um die Berechnung von elektrischen Netzwerken mit linearen Bauelementen und weil man die nicht, typischerweise nicht geschlossen analytisch berechnen kann, ist die einzige Möglichkeit, die so bleibt, grafische Lösungsverfahren zu verwenden. So, und jetzt geht es weiter, ne, zur grafischen Lösung und so weiter und so fort. Und dann macht das, was danach kommt, das ist dann auf einmal sinnvoll. Das macht Sinn, wie man nicht sagen sollte. So, okay, nächstes Beispiel. Das nächste Beispiel ist auch eines meiner Lieblingsbeispiele. So, ich sehe auch so ein bisschen fragende Gesichter. Ich triggere mal so ein bisschen an, was hier drunter steht. Also es steht Grafik 4, Oszillogramm zum Versuch. Der hat eine Nummer, Messen der Periodendauer mit dem Cursor-Modus. Also es ist aus dem Versuch, wo es um Messen mit Oszilloskopen geht. Und das, was hier dargestellt sein soll, was das Ergebnis dieser Messung oder die Aufgabe dieser Messung sein soll, ist, wir messen die Periodendauer dieses periodischen Signals mit dem Cursor-Modus. So. Ne, also darum geht's. Und jetzt ist die Preisfrage, das ist ja die, die beantwortet werden soll, wie groß ist denn die Periodendauer? So, wer hat eine Idee? Wer hat was abgelesen? Wer hat... So, was für Tipps gibt's im Chat? Ihr könnt auch was in den Chat schreiben, ich gucke auf den Chat. Tipps können abgegeben werden. So, also was gibt es für Vorschläge? Ich sage jetzt, das ist 100 Millivolt. Ja, 100, also eine Periodendauer muss ja eine Zeiteinheit haben. Also Amplitude, ne, also das ist eine Spannungsachse, das ist die Spannungsachse, das ist die Zeitachse. So. Ja. So, aber hier steht ja Kilohertz. Und Hertz ist die Einheit von der Frequenz und da gibt es hier schon eine ganz gute Idee. Also 1 durch das, sagen wir mal, gerundet 2 Kilohertz. So, zu 2 Kilohertz würde was für eine Periodendauer gehören? Also zu 1 Kilohertz gehört was? Also da würden 200 Mikrosekunden zugehören. Naja, nee. Also wenn ich 1 Kilohertz hätte, wäre es 1 Millisekunde, richtig? So, und wenn ich jetzt die Frequenz verdopple, passiert mit der Periodendauer was? Die wird halbiert. So, und die Hälfte von einer Millisekunde ist eine halbe Millisekunde oder also 0,5 Millisekunden oder 500 Mikrosekunden. Also die Periodendauer, die hier rauskommen sollte, sind 500 Mikrosekunden. So, und was sagen jetzt hier unten diese 200 Mikrosekunden? Warum steht da nicht 500, sondern 200? Weil die 200 Mikrosekunden hier unten stehen, das ist die Zeiteinteilung von dem Oszilloskop. Und zwar, das Oszilloskop hat ja so Divisions auf dem Bildschirm, nämlich immer typischerweise 10 Stück in die eine Richtung und 8 Stück in die andere Richtung. Ja? Und ein so ein Kästchen, einmal von hier nach hier, das sind 200 Mikrosekunden. So, und jetzt kann ich ja gucken, Periodendauer ist ja von einem Minimum der Funktion zum nächsten Minimum der Funktion. Also wenn ich hier anfange, bis hier sind es 200 Mikrosekunden, bis hier sind es 400 und hier ist nochmal die Hälfte. Ja?
Und das macht 500 Mikrosekunden. Also das, was hier rauskommt, ist 500 Mikrosekunden. So, ihr seht jetzt aber das Problem, ja, wir haben jetzt irgendwie 8, 9, 10 hochbezahlte Ingenieure damit beschäftigt, gemeinsam herauszufinden, wie groß die Periodendauer ist in diesem Beispiel, und haben mehrfach hin und her gerechnet und es auch dabei dreimal verrechnet. Also dieses Diagramm ist einfach unwahrscheinlich schlecht da drin, genau diese Message hier zu vermitteln, ja, wie groß denn die Periodendauer in diesem Beispiel ist. Und also hier sind gefühlt 1000 eine Zahl auf diesem Bildschirm eingeblendet, aber nirgendwo steht die Periodendauer oder nirgendwo wird die Periodendauer daraus ersichtlich. So, und das ist einfach nicht gut. Ja, und meine Verbesserungsmöglichkeiten, Vorschläge wären, also das Menü hier unten ausblenden, das braucht man ja alles nicht. Die Auflösung vielleicht noch oder die sozusagen den, na, eigentlich brauche ich ja nur eine Periode von dem Signal, also dass ich das jetzt hier mehrfach messe, ist ja eigentlich unnötig. Ja, also unnötige Kurvenangaben ausblenden und dann so, also man kann mit Sicherheit diesen Cursor hier oben auch so einstellen, dass er eben nicht Frequenz anzeigt, sondern Zeit. Ja, wenn ich, wenn es darum geht, Zeit zu messen. Okay. So, dann haben wir noch ein letztes Beispiel. Das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, ja, man kann es in LaTeX auch echt schlecht machen. Das sieht alles nicht schön aus, ja. Das ist genau die richtige, das richtige Mantra. Also, das fängt zum Beispiel damit an, dass man nicht so ein Asterisk da, nicht so ein Sternchen als Malzeichen verwendet. Das verwendet man in der Mathematik auch, aber dann symbolisiert das eben eine Faltung, ja, und die ist was anderes als eine Multiplikation, so. Dann schreibt man keine Wörter in Formeln rein, das ist irgendwie auch Quatsch. So, dann sollen das jetzt sowas wie nummerierte Formeln sein hier vorne, ja. Das wäre aber viel schöner, wenn man die Gleichheitszeichen zum Beispiel untereinander ausrichtet, die Formeln zentriert, die Nummerierung auf die rechte Seite macht, die Sinusfunktionen gehören aufrecht, naja, also ein Haufen Sachen, ja. So, und so richtig wird auch, also hier zwischen fehlt vielleicht nochmal so ein ganz bisschen erklärender Text, was jetzt eigentlich damit in dieser ganzen Umformung gemeint ist. Also weil, long story short, das, was hier rauskommen soll, ist, wenn man einen Kondensator, denke ich, hat, ne, weil hier von C die Rede ist, an Kondensatoren oder an Kapazitäten Spannungen sich verspäten, ja, so heißt ja der Merkspruch, an Induktivitäten Ströme sich verspäten, an Kapazitäten Spannung sich verspäten. Also die Spannung eilt dem Strom um 90 Grad nach und das sollen die minus 90 Grad hier oben sein und die kann man messen mit einem Oszilloskop und das kann man eben aus dieser Herleitung zeigen, dass das auch so sein sollte. So, und das habe ich jetzt einfach mal ja, ein bisschen schöner geschrieben, indem man sagt, ne, das ist jetzt ein Formelzeichen, wo ein Index dran ist, ich habe ein richtiges Mal, ich habe vielleicht diese Skaleneinteilung, diese Divisions da benutzt und dann kommt da minus Pi halbe raus und das sind das gleiche minus 90 Grad. Ja, und jetzt schreiben wir eben schöne Formeln mit einem aufrechten Sinus, mit einem richtigen Mal, mit einer richtigen Formelbeschriftung, mit einem schönen Integralzeichen, setzen den ganzen Bums da ein, formen das um und dann kommt da irgendwie am Ende bei raus, dass ja tatsächlich an einer Kapazität die Spannung um 90 Grad nachhält. Ja, und auch wieder, wenn wir jetzt das vergleichen und das vergleichen. Sieht das schöner aus und wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit nehmen würde, das durchzulesen, hätte man auch eine Chance, das da zu verstehen, was da passiert. Okay. Ja, so, also wir bleiben diesem Mantra treu. Und kommt zu einer, ich glaube, vorletzten Umfrage, nämlich, warum verwendest du nicht LaTeX und was war vielleicht deine größte Angst, bevor du es verwendet hast, mit den Antwortmöglichkeiten? Ich kann es vorher einfach nicht, es kommt mir vor, wie Programmieren ist zu kompliziert, die Lernkurve ist relativ flach, es wird nur im akademischen Bereich, was ich gerade gesagt habe, nicht in der Industrie eingesetzt oder ich sehe da keine großen Vorteile gegenüber anderen Programmen. So, und ich zeige mal den Code noch ganz kurz, weil jemand noch einmal ihn scannt. Das ist aber immer noch der gleiche wie vorhin. Man muss einfach nur eine Frage weiterklicken in der Fragenansicht.
Und ich nutze die Zeit, mir nochmal mein Heißgetränk nachzuschenken, um meine Stimme zu ölen, bevor ich dann heute Abend zu Kaltgetränken übergehe. Ja, ich erinnere an unsere iTrip-BE-Party. So, und guck mal hier auf die Seite, klick eine Seite weiter. Da gibt es auch 5 Antworten, eine Enthaltung. Mit Space kann ich das einnehmen. Okay, es war einfach nicht bekannt. Ja? Und das zu zeitaufwendig, kann ich in Ansätzen verstehen, komme am Ende drauf. Also die Zeit holt man irgendwann wieder rein. Ja? Die Zeit holt man irgendwann doppelt und dreifach wieder rein. So, dann können wir uns ein paar Latex-Sachen angucken. Und zwar, wie man Diagramme macht. Und wie vorhin gesagt, also LaTeX, was man LaTeX macht, ist, man programmiert und man trennt Inhalt und Form. Und also für Abbildung gibt es eben dieses TIX-Paket. Ja, und mit dem kann ich jetzt so eine Umgebung machen mit Beginn und End. Also alles, was dazwischen steht, macht irgendwie eine Abbildung. So, und dann gibt es aufbauend darauf dieses Paket hier PGF-Plots, mit dem kann man eben Diagramme machen. Und das stellt eine Umgebung bereit, die nennt sich Axis. Und Axis macht eben linear skalierte Diagramme. Es gibt auch Semi-Log-Y-Axis, Semi-Log-X-Axis, Log-Log-Axis, mit dem man logarithmisch skalierte Diagramme machen kann. Man kann alle möglichen Diagramme machen. Machen wir mal ein linear skaliertes Diagramm, so ein ganz normales Diagramm. So. Und jetzt füge ich in dieses Diagramm eine Kurve rein. Ja, und für die Kurve gebe ich eine Formel an, nämlich eine Sinusfunktion. Die Sinusfunktion kann man hier sehen, die hat 20, ne, hier stehen natürlich keine Einheiten, die hat 20 Millisekunden als Periodendauer und Wurzel 2 mal 230 als Amplitude. Was ist das am Ende für eine Sinusfunktion? Unsere Netzspannung, genau. Ja? Und die machen wir, stellen wir jetzt mal über eine Periode dar mit 110 Punkten. So, und wenn ich LaTeX diesen Quelltext übergebe, dann macht mir LaTeX daraus dieses Diagramm. Ja, ganz fancy Sache. Und das Schöne ist eben, wie ich sage, Trennung von Inhalt und Form. Ich habe ja nirgendwo hingeschrieben, dass da jetzt eine blaue Linie entstehen soll und welche Schriftart und Schriftgröße und was auch immer verwendet werden soll, sondern dass das LaTeX macht, ist, der nimmt einfach seine Standardeinstellung und da steht da drin, erste Kurve ist blau, nimm die normale Schrift wie im Text. So, und jetzt kann ich eben mit ein paar weiteren Befehlen das irgendwie schick machen. Ja? Also ich kann zum Beispiel die Achsen beschriften. Und da reinschreiben, an der X-Achse soll bitte das stehen, an der Y-Achse soll bitte das stehen. Und dann schreibt mir das LaTeX dahin. Und das benutzt jetzt eben auch automatisch, wie ich sage, meine Schriftart aus der Präsentation. Also die Präsentation ist natürlich auch mit LaTeX erstellt. So, und wenn ich jetzt, also und das ist ja so eine arealartige Schriftart, würde man die in der Office-Welt nennen. Die ist ganz gut für Präsentationen, weil die gut lesbar ist, auch bei schlechter Auflösung. So, wenn man jetzt in längere Texte reinguckt, ja, dann nimmt man häufig solche Schriftart wie diese hier und die hat überall in den Buchstaben so diese kleinen Häkchen dran. Die haben auch einen Namen, die nennt man Serifen. Warum nimmt man und schlagt mal irgendeine Zeitung auf, irgendein Buch auf, dann ist da immer solche Schriftart benutzt. Warum? Genau, weil man damit schneller lesen kann. Also diese kleinen Häkchen an den Buchstaben helfen, dem Auge die Zeile zu verfolgen. Ja, weil man Zeile für Zeile für Zeile liest. So. In Büchern habe ich viel Text, da lohnt sich das. Auf Präsentationsfolien habe ich wenig Text, da lohnt sich das nicht. Ja, deswegen nehme ich auf Präsentationsfolien, nimmt man eben solche Schriftart ohne Serifen. So. Und jetzt ist zum Beispiel das Schöne, also ich habe so ein Diagramm erstellt, nämlich dieses hier. Ja, kopiere das in meinen Protokoll rein, dann nimmt das sozusagen die Protokollschriftart mit Serifen oder in meine Abschlussarbeit, kopiere das in meine Folien rein, dann nimmt das automatisch die andere Schriftart ohne Serifen. Ja, das ist das, was ich meine mit, am Anfang musst du ein bisschen Zeit investieren, am Ende holst du die wieder raus. So, und jetzt können wir eben noch so ein paar Sachen machen. Wir können jetzt mal die Grenzen festlegen, ja, dann kriegen wir das genau hier und hier beschnitten. Und jetzt kann man noch so ein paar andere fancy Sachen machen, wie, was habe ich hier noch gemacht? Achso, wir können das mal umskalieren zum Beispiel. Ja? Also das ist jetzt einfach irgendwie so die Standardgröße. Und jetzt sage ich, mache mir das Diagramm mal 80% der Textbreite breit und 35% der Textbreite hoch. Und dann macht LaTeX das Diagramm eben neu. Und wenn man das jetzt mal mit dem alten vergleicht, stellen wir fest, ja, jetzt ist ja hier mehr Platz auf der Achse. Ja? Dann kann ja auch mehr Zahlen einfügen. Und das passiert dann eben alles automatisch. Und wenn ich einmal irgendwo ansonsten ein Diagramm gemacht habe und ich muss das irgendwie neu skalieren,
werden ja nicht mehr Zahlen an die Achse dran geschrieben. Ja, das ist eben so der große Vorteil, wenn man das alles in diesem einen Konstrukt lattig macht. Und das ist das, was ich meine. Das kapiert eben keiner in der Industrie, weil die dann sagen, Word, ich kenne nur Word, ja, Word. So. Und so diese großen Vorteile sieht eben keiner, kennt keiner, weil es keiner benutzt. So. Naja, und dann kann man, ne, das wird dann aber auch schnell irgendwie auch wieder ein bisschen unübersichtlich. Also was ich jetzt hier gemacht habe, ich highlight es mal so ein bisschen, ich habe einfach noch eine zweite Linie hinzugefügt. Und weil wir ja zwei, dann habe ich jetzt noch eine Legende hinzugefügt und sage, das erste ist sinusförmig, das zweite ist kosinusförmig. Dann haben wir ein wunderschönes Diagramm, ja, mit Netzspannung einmal um 90 Grad Phasen verschoben, eine Legende dran und wunderschön. Ja, so, da gibt es eine Frage. Ja, also man kann natürlich, ich habe jetzt hier für das Beispiel das so gemacht, dass ich eine Formel hingeschrieben habe. Man kann auch direkt Werte da hinschreiben. Wenn ich sowas wie eine Wertetabelle habe mit 10 Werten, kann ich die natürlich direkt da reinschreiben und ich kann auch einfach sagen, lade dir Werte aus dieser Tabelle. Also wenn ich eine Comma-Separated-Values-File habe, die ich aus jedem anderen Programm der Welt im Prinzip exportieren kann, kann ich die auch da problemlos importieren. Ja. Wäre auch meine nächste Folie gewesen, sehe ich gerade. Ja, so. Also man kann das aus Formeln machen, man kann direkt Datenpunkte angeben und Textdateien importieren. So, und man kann das eben nicht nur für Liniendiagramme machen, sondern für Balkendiagramme, für alle möglichen Sachen. Also ich habe eigentlich noch nichts gefunden, was man damit nicht machen kann. Ja, alles, was in, im Prinzip in MATLAB geht, was in Python Matplotlib geht oder was man vielleicht mit Gnuplot machen kann, funktioniert da genauso und meist mit einer ziemlich ähnlichen Syntax. Hallo an Rick 384. Schön, dass du mit dabei bist. Sehr gut. So, ja, es ist einfach so. Ja? Es ist und bleibt einfach so. So, gucken wir uns das zweite Beispiel an. CircuitTicks. So, und da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Also was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen ein Schaltbild zeichnen. Ja. Genau, und das wird jetzt der Schaltkreis. Und da sieht man auch wieder, da gibt es auch wieder ein Tix-Picture, das ist diese Zeichenumgebung. Ja, und jetzt zeichne ich Elemente und das, was hier steht, sind im Prinzip Koordinaten. So, und jetzt mache ich das mal so, dass ich meine Kamera kurz freigebe. Ja. Im Vollbildmodus und mal versuche irgendwie was hier an dieses Whiteboard zu zeichnen. Also das, was wir jetzt brauchen, ist ein Koordinatensystem. Ja, das Koordinatensystem hat eine X- und eine Y-Achse und in dem Koordinatensystem sieht man das, naja, könnte man sehen. Also in dem Koordinatensystem fangen wir jetzt an, das zu zeichnen. Er steht ja, ja, schreibt man nochmal um. Also da steht ja von 0,0, fangen wir mal an, von 0,0 bis 0,4, Koordinate 0,4 soll eine Stromquelle gezeichnet werden. So, also sagen wir mal, hier ist der Punkt 0 auf X- und Y-Achse und hier wäre 0 und 4 und von 0,0 zu 0,4 heißt einfach, male mir von hier bis hier eine Stromquelle hin. Ja? Das ist der Punkt 0,0, das ist der Punkt 0,4. So, haben wir eine Stromquelle hingemalt. Und jetzt geht das weiter. Jetzt steht da, von da soll es weitergehen zum Punkt 4,4 mit einem Short. So, der Punkt 4,4 wäre hier. Und nach da soll es weitergehen mit einem Short. Ja. So, dann geht es weiter nach Punkt 4,2 mit einem Variable Resistor, mit einem einstellbaren Widerstand bis zum Punkt 4,2. So, von da geht es weiter mit einem normalen Widerstand zum Punkt 4,0. Der ist hier unten. Und dann können wir noch gucken, von da geht es wieder mit einem normalen Short zurück zum Ursprung.
Also hätte ich jetzt eigentlich in die andere Richtung zeichnen müssen, aber so. Und dann kommt da, sollte da bei diesem Bild eben genau das hierbei rauskommen. Ja, und das ist auch jetzt ziemlich genau das, was ich gerade an das Whiteboard gezeichnet habe, bloß dass ich jetzt noch die Koordinatenpunkte natürlich ergänzt habe hier an der Stelle. So, ich gucke nochmal so, dass man das jetzt, sollte man das jetzt mit meiner mich automatisch verfolgenden Kamera eigentlich ganz gut sehen. So, fantastisch, ja. Also das ist so das Koordinatensystem, was man sich denken muss. Und jetzt kann ich natürlich dann noch die inneren Zweige reinzeichnen. Das mache ich jetzt nicht von Hand, das können wir uns jetzt irgendwie vorstellen, dann kommen da die inneren Zweige dazu. So, und jetzt, ja, was fehlt noch? Beschriftung, und es fehlen zum Beispiel vielleicht noch diese Knotenpunkte. So, also machen wir erstmal Beschriftung. Beschriftung geht, indem ich an jedes Element so ein Label dran schreibe und sage, hier, das ist jetzt der Widerstand, der soll so und so groß sein. So, und wenn ich jetzt mal weiterklicke, ha, doof. So, dann sieht das nicht so schön aus, weil jetzt gibt es da so einen Haufen Overprints, wo die Beschriftung ist einfach zu groß für das Schaltbild, ja, oder für die Schaltung, so wie sie jetzt gezeichnet ist. So, was müsste ich jetzt eigentlich vermutlich machen? Die Koordinaten ändern. So, wenn ich jetzt aber ein super kompliziertes, Schaltbild schon gezeichnet habe, wäre das ja total blöd, wenn ich jetzt diese ganzen Koordinaten händisch nochmal anpassen müsste. So, also? Irgendwas runterskalieren. Genau, es muss eine Skalierungsmöglichkeit geben. Ja? Das wäre irgendwie das Logischste. So, und das gibt es auch tatsächlich. Ich schreibe mir einfach ein Y-Scale, X-Scale soll jetzt 1,6, 1,2 sein. Ja, und dann macht er mit den gleichen Koordinaten, bläst er mir das jetzt einfach um eben diesen Faktor auf. Die Widerstände behalten alle exakt die gleiche Größe wie vorher, der ändert nur diese Koordinaten und jetzt passen eben die Beschriftungen auf einmal ganz gut hin. So, und jetzt kann ich noch diese Lötpunkte hier ergänzen, ja, also hier am Anfang dieses Elements, am Ende dieses Elements und am Anfang und Ende des Brückenelements, da soll so ein Lötpunkt erscheinen und dann kommen da eben diese Lötpunkte hin. Und ich glaube, das, was ich jetzt auch noch in dem Schritt gemacht habe, ist, ich habe hier noch Ströme ergänzt. Ja, also hier steht was, da soll ein Strom sein, da soll ein Strom sein, da soll ein Strom sein und so weiter. So. Und dann malt er mir eben schöne Strompfeile hin, Ströme, die durch ein Element durchfließen mit der entsprechenden Bezeichnung. Und dann kommt da ziemlich schnell ein wunderschönes Schaltbild bei raus. Die Widerstände haben ja eine Default-Größe. Ja. Zu viele Widerstände auf eine zu kleine Strecke haben, dann würden sie sich auch einfach überlappen. Genau, also und dann kann man, dann gibt es einen Befehl, mit dem man im Prinzip die Größe eines solchen, das ist ja ein Bipol, heißt das da, im Prinzip ein Zweipol, womit man die anpassen kann und dann kann man die alle im Prinzip hoch und runter skalieren. Ja, und wenn man, also in dem Grundlagen Elektrotechnik Übungsheft zum Beispiel, sind ja auch mal gerade in dieser Handy-Smartphone-Version, ne, damit das alles auf dem Handy-Display passt, dann musste ich da zum Beispiel auch manchmal ganz schön, ganz arg skalieren, damit das dann passt. Also die Möglichkeit hat man auch. Ja, aber die Idee ist ja erstmal, unabhängig davon, wie groß meine Schaltung ist, soll ja das Widerstandselement immer gleich groß sein und das soll ja nicht so aussehen wie, wo wir vorhin hier irgendwie waren, ne? Weil hier ist der Widerstand mal kleiner und hier ist er mal größer und je nachdem, wie das irgendwie gerade da so passiert ist. So, naja, und dann, also gibt es eben diese ganzen zwei Pole, die wir uns gerade angeschaut haben. Es gibt auch ein Pole, zum Beispiel eine Masse oder eine Antenne. Es gibt auch drei und vier Pole wie Transistoren, Transformatoren. Und was eben auch ganz nett ist, ja, man kann nicht nur Strom- und Spannungspfeile beschriften und Knoten beschriften, man kann auch Trennung von Inhalt und Form einmal am Anfang sagen, ich möchte bitte die europäischen Symbole haben oder ich möchte amerikanische Symbole haben. Ja, und da kommen wir jetzt, also du studierst ja in dem Engineering Science Bachelor in dem Englischen, ja, und ich hatte jetzt über den Sommer eben die Aufgabe, unser Übungsheft oder zumindest einen Teil unseres Übungsheftes auf Englisch zu übersetzen. So, und das war eine relativ straightforward, easy peasy, lemon squeezy Aufgabe, weil ich die ganzen Schaltbilder schon da drin hatte und ich habe sozusagen einmal oben, ja, irgendwo gesagt, ey, jetzt hier machen wir nicht mehr European, sondern machen wir American und dann waren auf einmal in dem Übungsheft 100 Schaltbilder mit neuen Widerstandssymbolen, ja, und das ist eben schon cool, so, und wenn mir mal irgendjemand zeigt, wie ich das in Word hinbekomme, ja, da muss man bestimmt ein Makro programmieren, dann geht das ja bestimmt auch, aber
Ja? Also den würde ich ja vielleicht sogar auch mal Word benutzen, aber ja, deshalb, was Leuten das Gefühl von Macht gibt, ja? Geld, Status, das ist the real stuff. Ja? Okay, so, und in Vorbereitung für meine anderen Kollegen, die dann in irgendwie ein paar Wochen hier stehen und einen LaTeX-Workshop machen, könnt ihr gerne noch mal diese letzte Umfrage ausfüllen, nämlich welche LaTeX-bezogenen Themen würdest du dir gerne in zukünftigen Workshops sehen? Formelsatz, Tabellen, Quellen, Zeitpläne noch mal vielleicht ein bisschen intensiver oder Folien? Und wer sagt, Junge, Junge, das ist mir auch ein bisschen zu viel LaTeX hier, der kann natürlich auch Antwortmöglichkeit 6 wählen. Und ich stelle fest, man kann, ja, ich glaube, man kann nur eins anwählen, ne? Sollte eigentlich eine Mehrfachumfrage sein. Can we fix it in post? Warte mal, wie komme ich denn hier raus aus der Nummer? Raumeinstellungen? Nee. Meine Räume. IEEE-Protokolle-Workshop. Umfragen. Dings. Edit. Mehrfachauswahl für Antworten erlauben. Speichern. So. Ja, genau. Und jetzt muss ich die Umfrage nochmal neu starten. Da komme ich, glaube ich, wenn ich wieder in den, es ist so ganz super, jetzt muss ich wieder in den Präsentationsmodus gehen. Da muss ich mal, also ich gucke mir erstmal die Ergebnisse an. Da ist Formelsatz und Schaltpläne relativ weit vorne, gefolgt von den Präsentationsfolien. Und wenn ich jetzt auf neue Runde starten klicke, dann sollte eigentlich eine neue Runde gestartet werden. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Achso, ihr bräuchte noch meinen Code. Der Code müsste immer noch der gleiche sein. Ihr müsst einfach mal im Browser Refresh drücken, aber ich kann trotzdem noch mal natürlich sehr gerne den Code zeigen. So, und ja, also wenn es weitere Fragen im Chat gibt, dann auch gern. Und ich gucke mal auf die Ergebnisse. Da stehen sie, glaube ich, schon. Werden auch live aktualisiert. Ja. Also Tabellen erstellen, ja, das ist auch so ein bisschen Royal Pain in the Ass. Das ist, aber da gibt es mittlerweile, glaube ich, auch ganz coole Sachen für. Es gibt zumindest, glaube ich, auch so sowas wie so ein Excel to LaTeX und Schaltpläne. Okay, sehr gut. Alles klar, vielen Dank. Gebe ich mal so weiter. So, und dann kommen wir zu einer kleinen Zusammenfassung. Also, erster Punkt ist mal, wenn man so ein Protokoll schreibt, ja, der es betreut, die Person, die sollte sehen, dass man sich zumindest ansatzweise so ein bisschen Mühe gegeben hat, dass es nicht gerade so nur in 5 Minuten zwischen Tür und Angel zusammengeschludert hat. Und eben, wie schon mehrfach angeklungen, die Zeit, die man jetzt da rein investiert, die ist tatsächlich gut investiert, weil man die am Ende eben doppelt und dreifach wieder rausholt, wenn es darum geht, die Bachelorarbeit zu schreiben, eine Masterarbeit zu schreiben und so weiter und so fort. Ja, deshalb, wie gesagt, ich habe das am Anfang meines Studiums auch nicht so super sehr gemocht, aber das zahlt sich auf jeden Fall aus. So, und wie schon angesprochen, ne, der Tipp ist auch, wenn man jetzt sich entschließt, das zu machen, diese LaTeX-Lernkurve möglichst früh zu meistern. Ja, also LaTeX, hier ist, ne, in diesem Diagramm Anzahl der Seiten versus Schmerz oder Schmerz versus Anzahl der Seiten. Und dann sieht man, okay, LaTeX hat so einen Grundschmerz. Ja, also ich muss mich da irgendwie einarbeiten und ich muss mir eine Vorlage suchen und irgendwie mich bei Overleaf anmelden oder mir das alles, die ganzen Sachen auf meinem Rechner installieren, bevor ich überhaupt die erste Seite schreiben kann. Ja. Und dann wird es auch am Anfang immer noch trotzdem ein bisschen wehtun. Und der Break-Even ist, ich meine, ich will es jetzt nicht bei exakt 20 Seiten festmachen, aber roundabout, ja. Also ein paar Seiten Brief kann ich auch mal in Word schreiben, ohne Probleme. Aber wenn ein ganzes Buch in Word schreiben, wird es einfach totaler Quatsch, das zu tun. Ja. So, und also desto mehr Seiten ich schreibe, eigentlich desto flacher wird das hier in LaTeX und konvergiert irgendwie. Und Bett sagt,
Mensch, wie war das jetzt nochmal mit diesem LaTeX und was war es nochmal? Also ich habe mal, nee, ich nicht, ich habe das von irgendwo anders kopiert. Donald Trump, den ich jetzt nicht an der Stelle praisen möchte, aber wenn man mal ChatGPT fragt, ey ChatGPT, kannst du mal LaTeX erklären, so wie Donald Trump das erklären würde, ja, dann sagt ChatGPT erstmal, nee, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das kann, aber ich so könnte das hier schon irgendwie anhören. Ja. Und dann kommt auf jeden Fall das bei raus. Ja. It's a fantastic tool, folks. It's the best, the biggest, the most powerful typesetting system out there. I've used it myself. It's so easy to use. Yeah? You type in your equations, it just formats it perfectly. And you don't need to worry about little details, spacing, alignment. It takes care of all this. It's a winner. So, und also da ist noch die Quelle, wo ich das hier habe. Ja. So, damit bin ich am Ende. Vielen Dank fürs Dabeisein. Falls noch Fragen gibt, sehr gern. Und die Sachen, also die jetzt noch zum Ausprobieren wären, wer noch Lust hat, aber ich schicke die Links auch rum, kann man auch gerne im Nachgang machen. Also dieses Diagramm in den PGF-Plots, ja, das hat, ich klicke mal einmal drauf, aber ich will da jetzt, glaube ich, nichts dran ändern, weil immer, wenn ich in meinem angemeldet bin, dann ändere ich nämlich die Vorlage. Ja. Also ich zeige es nur mal kurz. Wenn man dann draufklickt und sich bei Overleaf einmal anmeldet und dieses Projekt klont, dann kriegt man so ein Standalone-Ding, was nur dieses Diagramm macht. Ja? Und also hier oben sind so die Einstellungen, die Farben und das ganze Gedöns. Hier unten ist das Diagramm und ich habe mal ein paar Aufgaben, die man so machen könnte. Also oder Sachen, die man ausprobieren kann. Mal die Höhe und Breite ändern, mal irgendwie ein Diagramm, eine Linie hinzufügen oder irgendwie ne, was ändern. Ja, so. Um das mal auszuprobieren. Und genau das Gleiche gibt es auch für CircuitX. Ja, ich, willst du nochmal einen Fotoklick machen? Nee, ach so, hast du schon. So, ja. Also auch hier so ein Standalone-Teil, genau mit dem Schaltbild, was wir uns gerade angeschaut haben, mit den Einstellungen und dem Schaltbild. Das ist ein bisschen kürzer. Ja, und hier, ich will es jetzt nicht ändern, aber wenn ich jetzt hier das European auf American ändere, dann werden aus den Rechtecken eben die gezackelten Linien. Ja? So, also das ist so das, was ich meine. Da muss man nicht viel Ahnung von LaTeX haben, um sich das mal anzuschauen. So, und dann gibt es noch aus meiner Sicht eine wirklich ganz fantastische, super gute Vorlage mit super vielen Hinweisen und Beispielen, explizit für Laborprotokolle von einem noch oder fast schon ehemaligen, ich weiß nicht, also auf jeden Fall von einem Medizintechnikstudenten von uns, ein ganz großartiger Mensch, Niklas Paulich. Die findet man auch bei Overleaf. Ich klicke auch mal drauf. Habe ich ja auch über so einen Bit.ly-Kurzlink. Ja, Beispielprotokoll für Grundlagen Elektrotechnik von Niki. Und das ist, sieht man, das ist schon ein bisschen länger, wenn man hier so durchscrollt. Das braucht auch schon irgendwie einen kleinen Moment zum Kompilieren. Aber da ist so in 35 Seiten einmal alles drin. Das ist so der One-Stop-Shop für alles, was irgendwie mit Protokollen zu tun hat. Ja, Formeln, Tabellen, Abbildungen, ein Kram, Overleaf, super gute Vorlage, um da so den Einstieg zu finden. Ja, weil, also das ist, glaube ich, meines Erachtens so ein bisschen das Schwierigste an LaTeX. Man muss einmal so eine Vorlage haben, man muss so einmal so ein bisschen verstehen, wie das geht. Und ich meine, dann kann man das ganz gut nutzen. Aber wenn man eben wirklich mit einem leeren Editor anfängt und sich überlegt, oh, was ist denn jetzt der Befehl für das und was ist denn der Befehl für das, na klar, dann brauche ich eben ewig. Ja? So. Wenn ich aber schon mal ein Dokument habe, was in die richtige Richtung geht und irgendwie gucken kann, und das kann man ja hier immer ganz gut, ja? Also ich meine, der Editor macht das hier auch super. Also ich gehe mal hier hin, wo das Farafight-Bild ist, ja? Und dann kann man immer hier klicken und dann kommt man hier drüben hin und dann sehe ich, ah ja, irgendwie Bild mache ich so und ja, und jetzt ist natürlich total einfach zu sagen, ich füge jetzt hier ein anderes Bild ein oder ich ändere die Abbildungsbeschriftung oder ich kopiere mir das und mache ein zweites Bild draus und so. Bitte? Genau, der unterlegt das hier so ein bisschen. Also ich weiß nicht, wenn ich hier was mache, ja, dann versucht er mir das hier auch zu highlighten an der Stelle, an der ich da bin. Also mit den Pfeilen kann man solche Vor- und Rückwärtssuche machen und das ist was, das kann Overleaf extrem gut.
Ich kann in Overleaf das auch irgendwie so machen, dass ich mir, wenn ich zum Beispiel mehrere Bildschirme habe, ja, dass ich mir den Quelltext und die eigentliche Ausgabe auf zwei unterschiedliche Bildschirme ziehe und die trotzdem miteinander synchronisiert sind. Das funktioniert in, ich mache jetzt mal ja, das, was ich vielleicht eigentlich nicht machen sollte, keine Ahnung. Also ich kompiliere, ich mache viel in Overleaf, aber Overleaf ist eben Cloud, ja, und Cloud ist, man speichert und arbeitet auf dem Computer von irgendwem anders und das will man eben nicht immer haben. So, und deswegen mache ich auch einfach aus historischen Gründen immer noch relativ viel lokal und ich benutze eben das vorhin schon angesprochene Technik Center und das kann sich mit diesem Sumatra PDF synchronisieren. Also ich benutze als Reader Sumatra PDF. Ja, das sieht, ich gehe mal raus, das sieht im Prinzip so aus und das hat zum Beispiel schon mal einen Vorteil, das sperrt die PDF-Datei nicht. Also ich kann im Hintergrund kompilieren und die PDF-Datei ändern und dann aktualisiert er einfach die PDF-Datei. Wenn ich jetzt zum Beispiel Adobe Reader, Adobe Acrobat, was auch immer nehme, eine PDF-Datei öffne, ist die PDF-Datei gesperrt. Ja, dann muss ich jedes Mal schließen, kompilieren, aufmachen, schließen, kompilieren, aufmachen. So. Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier in den Folien funktioniert, aber wir sind jetzt hier in der Umfrage. Wenn ich jetzt hier doppelt draufklicke, ja, dann springt der auch auf die Folie im Quelltext, wo gerade die Umfrage ist. Also es funktioniert ja auch. Der springt nicht exakt an die Stelle, weil er das nicht hinkriegt, aber er springt an das Ende von dem Frame. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier ne, auf die Seite gehe, wo hier LaTeX und Word und so mit What You See is What You Get diskutiert worden und ich mache hier F5, dann springt er mir auch auf diese Seite hier. Also diese Vor- und Rückwärtssuche geht auch lokal, das ist jetzt keine super Spezialität von Overleaf, aber das ist schon super praktisch, definitiv.